Alte berichte darüber. Hier ist die Stelle. Aber keine Spur von Gizmo oder Gratiszeug. Gar nicht zu Ihnen. Und ausgerechnet hier. Ein Stück nach oben müssen wir noch. Ja, ich kann mir Floyd Lawton nur schwierig dabei vorstellen, wie ihr alten Damen. Wer will ein Schwebefahrzeug für den nächsten Job? Oh. Wenn ihr jetzt auf einer Mission seid, kann ich für euch eine dieser Karren aus der Luft abwerfen. Mhm. Okay, hier ist der Vogelherrn-Pinguin mit eurem nächsten Auftrag. Ich hab Waller gesagt, Ausrüstung in Pinguin-Qualität mit diesen miesen Materialien soll wohl ein Scherz sein. Ich hab ein hochwertiges Beutelager am Hafen, aber die lila Mistkerle haben ihr Nest darauf gebaut. Beseitigt sie, dann sind wir wieder im Geschäft. Und TFX, nach dieser Mission entfernen wir die Begrenzer von euren Bomben. Ihr kümmert euch um Green Lantern. Gott steh uns bei. Okay, Ärger am Hafen. Los, macht eine Probefahrt zu eurem großen Kampf. Okay. Oh, oh, oh. Oh, Harley schießt. Nach intensiver Nutzung explodieren. Kann ich dann warte mal aufsteigen? Oh, schießen. Wir haben uns erwischt. Der Schild okay. Das fällt sich schon selbst. Außer wir killen die Kristalle. Kann ich dann ein bisschen schneller fliegen? Wir sind so langsam. Aber das macht ordentlich Damage. Geil. Ach, Batman sei ruhig. Ist auch bald dran. Ah, hier kann man ein bisschen ausweichen. Okay. Da ist nur so ein Ding. Oder direkt auch von hier kaputt machen? Ja, geil. Müssten wir dafür nicht Fahrzeug verlassen, ja. Das Ding ist eh gleich kaputt. Müssen wir unsere Hand da mal kurz reinstecken. So, Router zerstört. So, hier auch nochmal. Nice. Sag danke, Pinguin. Das war cool. Das ist auf jeden Fall mal was Neues. Okay. Ausrüstung herstellen. Halle der Gerechtigkeit eröffnet. Waffen und Ausrüstung auf Bestellung mit Pinguin-Garantie, wenn ihr die nötigen Mittel habt. Klar. Ihr habt mich entführt, mir eine Bombe in den Kopf gesteckt, mich gefoltert. Aber ich lasse die Vergangenheit ruhen, wenn es um Profit geht. Natürlich. Stattet mir einen Besuch ab, wenn ihr bereit seid. Das wollt ihr doch sicher. Der Pinguin überwacht in seinem Bereich in der Halle der Gerechtigkeit die Herstellung von Gegenständen, gibt Ressourcen und Währung aus, damit er auf Bestellung bestimmte Ausrüstung herstellt. Okay. So. Kriegt der Captain auch mal eine Belohnung hier. Endlich mal aus. Sieht auch wild aus. Unglaublichen Talente würdig ist. Okay. Legendär. Macht aber weniger Schaden. Kann ich das irgendwie vergleichen? Erweiterter Vergleich? Ah. Den, was ich jetzt habe. 126 mal 30. Okay. Kritischer Treffer 100. Ah, dafür kann das eine Menge. 5% Schaden gegen feindliche Infanteristen mit dieser Schusswaffe. Okay. Wir können sie ja erstmal nehmen und gucken. Ah, wir können sogar beide benutzen. So. Euer Fortschritt macht Hoffnung, Task Force X. Ich entferne die Begrenzer der Nanobomben. Die Insel gehört ganz euch. Nice. Das heißt, ihr könnt euch Green Lantern vornehmen. Mhm. Versaut das nicht. Euer Unterstützungsteam kann jetzt eigene Missionen erstellen.
aber nur um euer Arsenal zu verbessern. Es geht nicht um Teamgeist. Ich erwarte Ergebnisse. Jetzt geht's los. Oh, jetzt seid ihr also alle dabei, wenn ich Green Lantern kalt mache? Nein, es geht um unser Manöver bei LexCorp. Was für ein Manöver? Sag einfach rein und raus, Shark. Okay, Selbstmordeinsatz. Ah, warte, hier haben wir noch was von Harley Quinn? Ah ne, das ist Hack, okay. Wir sind geliefert. Feindliches AU. Sollten wohl lieber versuchen, die verdammte Justice League zu töten. Das ist die Hauptaufgabe, okay. Ja, es regnet gerade, man sieht irgendwie nicht so viel, ne? Was hier? Schüsse für Schläger. Ein paar von Pinguins Schlägern sind noch in der Stadt. Arme Schläger, wenn wir sie retten, können sie uns helfen, bessere Waffen herzustellen. Okay. Ja, dann ja, die kriegt schon wieder. Kann ich das markieren? Ja. Das ist auch schon wieder was. Vom Riddler. Mal gucken. Das müsste wo hier sein? Wahrscheinlich ganz unten, ja. Aber kann ich das wieder entfernen? Punkt hinzufügen, kann man einen hinzufügen. Unterstützungsteam, Aufträge. Ah. Granate funktioniert. Also entweder auf der Seite oder auf der. Ah, hier. Finanzen regieren bekanntlich die Welt. Lex Luthor sitzt auf eurem Geld. Integration oder die andere Art? Lebendig. Brainiac hat Fragen an Luther. Finanzen. Oder Lex Luther? Als neuer Anführer verlange ich, dass Shark sich fragt. Speed Force bringt mich durch die ganze Stadt. Aber meine Beine bringen mich um. Ach, da hinten. So funktioniert das nicht, Boomer. Das ist okay. Luthers Financial-Dings. Aber erstmal müssen wir eine Runde kämpfen. Au. Na, shit. Au! Alter. Muss echt mal ein bisschen mehr drauf achten, ey. Wird hier teilweise so schnell umgehauen. Was schießt denn immer? Da hinten? Ach, da oben. Okay. Ey, komm auch hoch, wa? Ach, shit. Das überhaben sie. Oh, und nicht ab. Da. Dann einfach so. Patrouillen, die Integration hat Vorrang, nicht die Ausrottung. Überlasst es mir, terrarischen Widerstand ein Exempel. Teilweise abgeschossen. Komm schon, na mal sieg daran. Kein Subjekt gefunden, das ist doch, was wir abfotografieren müssen, hey, eigentlich. Jetzt. Nicht, dass der alte Tada. Löst. Ah, Mann, ich hab mal ein Kreuzworträtsel gemacht. Na, wir kriegen das auch hin. Boah, sein Nahkampfangriff ist schon geil. Au. Moment, du bist Hex. Boomerang, muss ich bei
soll dir auch einen Diagnosescan machen? Nein, nein! Ah, dort war Auftragskiller, okay. Ich will in dieser Mission eure Schildtechnologie nochmal testen und ich gestatte es. Beschränkung. Feinde nehmen nur durch Schildernte Schaden. Okay. Lösung. Feinde fliegen durch die Luft, wenn sie geerntet werden. Das muss wehtun. Nutze Granaten, Bewegungsangriffe, Suicide Strike und Beinschüsse, um Feinde Schild erntebereit zu machen. Okay. Granaten. Okay. Großes Emoji von mir, wie ich mit den Fingern knacke. Perfekt kann man sich verlassen, was Computerscheiß angeht. Genau wie meine alte Freundin, die Büroklammer. Du nennst die Assistentin? Nein, 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 nein. Ich hatte mal eine Glücksbüroklammer. Ich habe mit ihr geredet, bevor ich auf Bumerangs kam. Okay. Interessant. So, verbleibende Feinde 16 da drüben. Headshot ist aktuell. Feindlicher Truppenaufmarsch. Glaube nicht, dass das Fans sind. Oha. Hat aber ordentlich Schaden gemacht. Werf mich mal nicht hier weg. Ach, ich muss vielleicht mal die Waffe wechseln. Das ist ein bisschen blöd für auf Beine treffen. Nice. Hier ist eine Bombe. Gott, ich sehe ja nichts mehr. Wieder hoch. Oder war keine gute Idee. Gleite schon wieder sehr. Was ist das für eine Knarre, ey? Also das mit den Beinen klappt irgendwie nicht so. Achso, das ist einfach nur Shark. Das ist dein Gegner. So, hoch mit dir. Warum gehst du nicht hoch? Ah, hier war auch noch einer. So, jetzt bin ich aber oben. Ach, warte mal. Ich kann ja auch den hier machen. Oder? Das wäre geil, wenn es funktionieren würde für den Kampf gerade. So. Ja, hier können wir ja eine Schildernte machen. Boah, das müssen wir ja nochmal testen, wenn wir normal kämpfen können wieder. So, da ist noch einer. So, war es das endlich mal? Nee, da drüben. Ist das? Nee, noch nicht. Okay. Ein bisschen anstrengend. Was ich nicht alles mache, um euch zu beschäftigen. Mission abgeschlossen.
Ja, damit er ist happy. Könnt ihr mehrere Aufträge gleichzeitig aktivieren. Gönnt euch ruhig mehr Chaos. Geht auf mich. So, Hex verbesserter Auftragsserver erlaubt es dir jetzt, 3 Aufträge gleichzeitig anzunehmen. Das ist doch schön. Hallo, Cleaner Smile. Und Nitrade sei es das wahrscheinlich. Hallo. Willkommen. Das wird Kümmer Schönes. Irgendwie ist seine neue komische Waffe ein bisschen komisch. Mathilda! Schön, Kühne Mathilda. Neuer Boomerang. Warte mal. Macht halt so mehr Schaden, ne? Wahrscheinlich zu heilen, I guess. Oh doch, macht deutlich mehr Schaden, aber. Naja, machen wir erstmal. Diese Schönheit hat einen Kick wie ein Kasuar. Wie läuft's bei dir? Also wir kommen langsam immer mehr ins Game rein. Das auf jeden Fall. Am Anfang war es ein bisschen seltsam und ungewohnt, vor allem die Steuerung, aber mittlerweile macht auf jeden Fall Spaß. So Talentbaum, da muss man eigentlich auch mal wieder reingucken. Wenn ich dir eins der langen Wörter erklären soll. Wow, dieser Diss, ey. 5 Combo und höher sind Schilderhaltmenge um 50% und Schildüberladung 25% erhöht. Klingt doch gut. Schadensverringerung wird für 5 Sekunden um 20% erhöht nach Nutzung des Speedforce Handschuhs. Okay. Gut. Denke mal, da passt das. Ihr habt doch alle ständig. Holen wir die Bomben raus. Wir müssen die Bomben entfernen, gerufen. Und jetzt machen wir es nicht? Kommt als nächstes, Ali. Ich würde gerne meine eigene Markierung wieder wegnehmen. Wie geht denn das? Ach, hier. Okay, mit X. Gut. Warte mal, wir haben doch Lex Finance schon gemacht. Wir haben die volle Kontrolle, Brainiac. Lantern hat bereits Lufthoheit. Unsere Patrouillen sammeln gerade die letzten Nachzügler auf. Ja, ich werde meine Überwachung fortsetzen. Wir hatten uns Aktien zu Fall gebracht, doch dieser Ort zeigt Geld ist Macht. Tag und Nacht auf des Wissens Vierte. In diesen Hallen tummeln sich viele Gelehrte. Gute Frage. Was ist denn das hier, worauf wir gerade stehen? An Koffeindings. Ja, ich zocke alleine. So viele Infos wie das kann man sehr gut in dem Game. Du lauscht einfach gerne, oder? Du würdest auch uns nachspionieren, du Freak. Du Pole Skyber? Kann es ja auch nicht sein. Nichts los, Teamführung. Warum gibst du uns nicht was zu tun? Ich suche ein Rätsel. Tag und Nacht auf des Wissens Pferde, was? In diesen Hallen tummeln sich viele Gelehrte. Lois Lane hier bei Wayne. Ich wünschte, ich hätte bessere Nacht. Wayne Tower. Vor ein paar Minuten kämpfte Wonder Woman in Hope Bay. Sie schützte Dutzende von Zivilisten und drängte Brainiacs Truppen aus dem Gebiet bis Green Lantern. Ich sah zuerst seine Konstrukte, bevor ich ihn entdeckte. Da läuft einer rum. Tauchte er plötzlich wie aus dem Nichts auf. Er attackierte Wonder Woman und das ohne Rücksicht auf Zivilisten. Wonder Woman. Wer ist denn hier? Ach, das ist schon wieder so ein Hack-Scharfschütze. Bam! Der war gut. Ah, ich kann gerade nichts machen. Doch, jetzt wieder. Nach so einem Tag können wir alle nur hoffen, dass Wonder Woman sich von dieser Niederlage erholen wird. Sie ist unsere letzte Hoffnung und eine Heldin. Jetzt sind wir schon wieder so weit weg, aber da trägt doch schon gescannt hier hinten. War sie schon immer. Hat er das nicht erzählt? Vielleicht weil es ein Kampf war oder so. Fahrzeuge wurden von Schott angegriffen,
geht ja auch schon mehr was ab. Was zur Hölle macht Riddler wirklich hier? Außer uns aufzuhalten und zu labern. Das ist eine gute Frage. Bam. Ach, schön. Geile Special-Attacke. So. Es ist kein schöner Job und ihr seid diejenigen, die ihn machen. So. Ist da nochmal dieses dumme Finance-Ding? Hier war das doch. Hier war doch Diane. Hier den Weg hoch. Da. Ja. In diesen Hallen tummeln sich viele Gelehrte. Jetzt ist wieder ein anderes bereits gelöst. Aber dann hakt dort doch auf der Map ab. Game. Teamarbeit. So. Aber das ist irgendwie nicht abgehakt. Das ist auch immer noch grün hier. Das verstehe ich nicht so ganz. Oder ist hier noch einfach ein zweites, was sehr nah dran ist? Dieses mit Batmans Aktien. Hier ist die East Bank. Vielleicht hat es damit zu tun oder so. Nee. Wenig hat Batmans Aktien zufall gebracht, auf dieser Ortszeit Geld ist Macht. Meine Bank. JJ's Restaurant. Schädelschiff kann also einen ganzen Häuserblock grillen? Aber ich wette, er ist dann nicht ganz doof. Wir brauchen solche Feuerkraft, wenn wir es mit dem Ding. Na gut. Machen wir vielleicht erstmal irgendwas anderes. Selbstzerstörungswut. Was war das mit der Karre? Der Sitz der Justice League wurde den Helden von der Stadt gestiftet. Darf der Pinguin noch was von uns? Hab mit der Rennmaus geredet. Ja, mal da hingehen. Waren auch schon wieder Gegner. Ach komm. Nee, du bist Deadshot. Ach, da hinten. Die respawnen ja ständig. Tag und Nacht auf des Wissens Fährte. In diesen Hallen tummeln sich viele Gelehrte. Hier? Azure Spire? Naja. Hey, weiß hier zufällig jemand, wie man die Bomben rausbekommt? Es ist keine verdammte Neurochirurgie. Shit, es ist Neurochirurgie. Hier, Wayne Bank. Da ist auf jeden Fall auch eine. Ja, schon. Wayne Bank ist es. Um ehrlich zu sein, das macht Moment. Die Sache noch spannender. Das wird die Lösung sein. Ist auf jeden Fall eine Menge Kohle und also auch was Grünes. Komm schon, muss doch die Wayne Bank sein, oder nicht? Ist irgendwie so ein grünes Ding. Dass wir Wallers Leute gerettet haben, hat sie wohlwollend bestimmt. Bald marschieren wir raus in die Freiheit. Kann ich denn nochmal Fenster hochgehen? Flag will, dass wir diese Arschlochparade da hinten retten. Waller schert sich keinen feuchten Dreck. Oder um die vier Schatten, ich glaube, das soll bestimmt irgendwie aufsammeln. Ich hasse dich. Können wir vielleicht einfach mit Harley machen oder so? Ich bin ja nicht Spider-Man, den kann ich an der Decke laufen. Ein paar Drecksäcke vom alten Schlag im Team zu haben. Danke. Die letzte Crew war ein Haufen Clowns. Nicht persönlich nehmen können. Oh, doch, doch. Das tue ich, Freundchen. Wir kommen noch nicht ran. Jetzt. Oh Gott. Hört mal, Gang.
Kerl übertreibt's mit seinen Rätseln. So, aber wir haben noch... Jetzt, hey, meine Güte. Erinnert mich nach den ganzen Scheiß-Puzzles daran, Riddler in den Schrank zu stopfen, ja? Gerne. Klauen in der Tiefe und drumherum Boote, eine Kühlbox für Gothams schwimmende Tote. Aha. Riddler, lass mich in Ruhe. Hat er an jeder Ecke irgendwas? Hier, yeah, Steak Exchange. Weg damit, das ist schon wieder so ein Riddler-Ding. Oh Gott. Wenn sie wieder was anderes machen. Oh Gott, war zu weit. Leute, ich hab's halt drauf. Totale Zerstörung. Dafür habt ihr doch ein Talent, oder? So, die haben wir. Müssen wir echt skillen, ne? Ah ja. Komm, lasst mich mal in Ruhe. Der Störer ist für Gizmos explosives Auto-Experiment hier. Bleib möglichst lange in den Gizmo-Fahrzeugen sitzen, Taskforce X. Ich will, dass dieser Test Resultate liefert. Feinde nehmen nur durch Fahrzeugangriffe Schaden. Gizmo schickt immer neue Fahrzeuge los, also stell sicher, dass du sie benutzt. Okay. Ich war nicht begeistert, dass die Explosion meiner Fahrzeuge ein Feature und kein Problem ist. Sagt also Hallo zur Selbstzerstörung 2.0. Ich höre zu. Tötet ein paar Angreifer und bringt mir Wärmemessungen von der Mikrowellenmatrix des Schädelschiffs. Ich mach den Rest. Gut. Aber keine Verstrahlung für die Wissenschaft, okay? Ich will den Mikrowellenstrahler von dem Schädelschiff. Wir brauchen ein Auto. Probier's doch mit Teamwork. Können wir ein Auto her? Ah, sie kommen erst noch. Okay. Ah, jetzt kann ich nichts mehr machen. Ihr Penner. So, rein hier mit euch. Ist Automatik, oder? Was war das? Läuft? Muss ich euch Dummköpfen erst das Zählen beibringen? Oder ohne. Haut ab, sie fliegt in die Luft. Die letzten. Jetzt wird es lustig emotional. Oh, wir explodieren, glaube ich, gleich. Ja. Das ist kein oh shit, wir sollten vorher raus. Ach so. Moment. Ich komme. Wie kann ich nochmal. Ah, hier. Oder wird aber knapp, du. Bin da. War es das schon? Ja. Okay. Schick mir halt eine Rechnung. Hey, Idiot! Daneben! Hey, Quatschköpfe! Was habt ihr Räder, Raketen? Boah, ich treffe ja gar nicht. Boah. Wir sind gleich schon wieder tot. Ich brauche mehr Fahrzeuge. Oh nein, ich bin tot. Ich bin noch nicht tot. Jetzt bin ich tot. So. Bam. Boah, zieh los.
hier! Weg da! Sie kommen jetzt gleich hoch! Und raus hier. Glückwunsch, dass ihr einen Weg in die Zukunft geebnet habt. Und jetzt geht zum Störer, sonst war's das mit Zukunft. Achso, wo ist denn das Ding? Da oben. So. Meine Güte. Mit den Autos hätte ja auch gereicht, wa? Hey, Schädelschiff! Super Schuss! Hey, geschafft. Nee, noch nicht geschafft. Oh Gott. Ja, ein bisschen schneller. Huch, das wollte ich noch gar nicht. Ach, naja. Ja, merke ich. Ich schicke ein voll bewaffnetes Fahrzeug zu eurer Position, Taskforce X. Gern geschehen. Oh, dann da hinten. Ja, schnell kaputt, ey. Gut, vielleicht auch wegen der Helikopter. Und direkt rein ins nächste. Komm schon. Nein. Braucht ihr mehr Feuerkraft? Schicke ein paar Fahrzeuge, Taskforce X. So. Ich liebe es, wenn Anweisungen befolgt werden. Jetzt ab zum Störer, bevor ihr zerfetzt werdet. Chaos, bevor ihr explodiert. Bumm. Oh mein Gott. Ist noch eine Runde? Ne, wir haben alle drei. Juhu. Das wird der Selbstzerstörung den nötigen Fuchs geben. Von Gizmo. Gizmos experimentelle Fahrzeuge zerstören sich selbst und einem größeren Explosionsbereich der Feinde in der Nähe Schaden zufügt. Okay. So, tasmanischer Engel. Mhm. Okay, meiner macht aber gerade mehr Schildernteschaden. Okay, aber der macht generell mehr Schaden. Und hat andere. Ja, okay. Nehmen wir. So eine habe ich eben erst in Weapons Monthly gesehen. Und das regnet schon wieder. So, Halle der Gerechtigkeit können wir direkt runter. Kann ich das Wegpunkt hinzufügen? Okay. Kommt schon, Leute! Genießt eure letzten Momente mit mir und dann ab zu LexCorp! Klauen in der Tiefe und drumherum Boote. Müsste eigentlich irgendwas am Hafen sein, oder? Hm. Keine Ahnung. Ah, wir sind ja direkt hier. Den abgelenkten Idioten ist nichts durch den Kopf gegangen. Außer natürlich den Kugeln. Die sind ihnen durch den Kopf gegangen. Können wir hier unten direkt rein? Nee, lass mich in Ruhe. Dämlich und ungeschickt, sondern auch feige. So, Pingi. Ich stehe zu meinem Wort. Wir werden euch mit hochwertigen Wummen ausstatten. Dann zeig mal hier. Stelle neue Gegenstände mit freigeschalteten Gegenstandsanleitungen hier. Okay. Schusswaffe. Ach, hey. Warum gibt es denn da so viel? Zufällig Maschinenpistole. Okay. Die sind aber gerade noch nicht so geil. Scharfschützengewehr.
Und so ist aber besser mit mehr Schaden. Ja, der Riddler mag mich, ey. Soll mich bloß in Ruhe lassen. Oh, seine Rätsel waren schon in Arkham Knight so... Ich meine, war geil, die am Ende dann alle zu lösen und auch mit Batman und seinem Auto da irgendwie durchzufahren. Boah, ich war auch anstrengend. Okay, die macht auf immer mehr Schaden. Deutlich mehr Schaden. 1700 bis 5280. Ah, die hat halt die ganzen Perks da unten nicht, ne? Auch Feuerrad ist weniger. Magazingröße ist weniger. Ah, kritischer Trefferschaden ist geiler. Quatscht dich die ganze Zeit voll, ja. Aber das ist halt auch so typisch Schurke, ne? Die quatschen sich aber alle gegenseitig ständig voll. Sollen wir die mal herstellen? Also vom Schaden ist er ja schon geiler. Aber die, die wir gerade haben, die gibt halt auch wieder Gesundheit, wenn wir mal kritische Treffer haben, wovon ich noch keine gesehen habe, aber... immer noch unschlüssig Pistole. Nahkampfwaffen. Ah, können wir direkt für alle machen. Boomerang. Ja. Nee. Schläger. Haben wir noch keinen. Nicht für den aktuellen Charakter. Achso. Warum ist denn das so dämlich gemacht? Er kann mir doch Rallys direkt schon anzeigen, auch wenn wir sie gerade nicht spielen. Naja. Okay. Klingen. Sollen für die anderen dann gucken. Wir hatten Probleme. Oh, warte mal kurz. Bewegungsmodus? Captain Boomerang. Das macht schon mal mehr Schaden. Zu viele Bewegungsmod. Gibt es auch nochmal ein Episch. Auch wenn ich da keinen Unterschied gerade sehe. Aber das sind besser selten oder episch? Episch, oder? Wo selten bei da oben steht, ich habe keine Ahnung. Mach einfach mal. Ausrüsten. Mal gucken, was es macht. Harley. Das völlig Bewegungsmod. Episch ist besser. Ja, dann kriegt Harley was Episches. Für das Leitsystem. Nicht für den aktuellen Charakter. Das verwirrt mich gerade ein bisschen. Warte mal. Granaten. Naja, die könnte schon mehr Schaden machen. 24 bis 100 Meter. War ein bisschen weniger Radius. Das glaube ich auch erstmal so. Wir wollten uns gegenseitig umbringen. Aber wenn es um Waffen geht, könnt ihr euch auf Pinguin immer verlassen. Wo steht sie denn gerade? So. Das ist ein bisschen blöd gemacht hier, dass ich da mit allen einzeln reingucken muss. Waffenschieber für solche Geschäfte. Lass uns reden. Schläger. Ja, okay. Der wäre schon mal besser. Außer Schildernte. 8 bis 10 ist ja süß. 8207. Ja, okay, den würde ich glaube ich auch nicht nehmen. Schildmodus. Okay, die sind schon mal geiler. Hier. Hinter jeder Ecke lauert ein Wunder, wenn du mit mir arbeitest. So, tragen wir den schon? Wir haben einfach eine Wayne-Tech gerade drin. Aber wir haben doch gerade auch einen hergestellt, oder? Oder hat er den dann doch wieder verworfen? Ich weiß es nicht. Machen wir mal ausrüsten. Granaten. Ah, das ist wieder dasselbe für alle, okay. Besser als das schimmelige Nagerhaus, nicht wahr, Boss? Ein Käfig ist ein Käfig, mein Sohn.
Lass mal schön auf den Arsch zoomen. So. Schauen wir mal für euch alle da irgendwie rein. Schildmodus. Ja, das ist halt nicht so. Wo hier steht 20 bis 80 und da steht nur 80. Ich weiß da auch nicht. Bewegungsmodus. Davon haben wir auf jeden Fall noch. Ach, du hast auch einen. Davon könnten wir noch mal einen herstellen. Wenn eine Knarre funktioniert. So. Sharky, dir muss ich wohl nicht sagen, womit man gut töten kann. Ich will immer noch Leute umbringen und essen. Also Leute umbringen tun wir genug, aber ich will sie essen. Mit ihm. Das wäre so geil. Vielleicht kommt dort noch, ich will es hoffen. Meine Hand zu schütteln. Fass mich einfach gar nicht an. So. Ja, ich mach mal nur Bewegungsgedöns. Gut. Hast du noch irgendwas zu sagen, kleiner Mann? Oh, ich würde zugeben. Nee. Mit so wenig Feuerkraft kann man keinen Krieg gewinnen. Ich könnte dabei allerdings helfen. Du bist ja echt süß und so, aber ich will gerade nicht reden. Oh, hat mich süß genannt. Fump, fump, fump. So, mal wieder raus hier. So. Wegpunkt entfernen. Alter, dieser riesige Arm hier. So, Schüsse für Schläger. Ein paar von Pinguins Schlägern sind noch in der Stadt. Was hat wieder mit den Autos? Nur Schaden mit Boost. Töte Terminals. Gleich erhalte Boost, gleich Profit. Was ist denn Boost? Verringere Beulen, booste deinen Schaden, lade deine Fähigkeiten schneller wieder auf, da halte einen Haufen mehr XP. Können Sie mal ausprobieren. Geschütz gearbeitet, das mehr Wumms hat als eure Knallpistolen. Leider sind sie in Schwierigkeiten geraten. Rettet ihnen den Arsch, dann gibt's bessere Waffen für alle. Ich bin voll in der Zone. Ich sollte an der Spitze stehen. Ah, schon wieder so ein Riddler-Ding. Klauen in der Tiefe und drumherum Boote. Eine Kühlbox für Gotthems schwimmende Tote. Ich seh's. Okay, er sagt das auch, wenn wir in der Nähe sind. Ich muss dem Riddler unbedingt die Hand schütteln, wenn ich ihn treffe. Ich habe einen festen Händedruck. Ja, mit ein paar Zähnen dran, wa? Warte mal. Was hat denn hier? Hallo, Freunde. Sie können hier nicht weg. Glaubt mir, ein gefesseltes Publikum ist das. Und fertig. Argus dankt euch für eure selbstlose und vollkommen ungezwungene Mitarbeit. Wissen wir noch nicht, was er meint. Justice Park? Nee. Aber ich will seine super Attacke gleich mal ausprobieren. Gucken, wie die ist. Seht ihr irgendwelche Boote? Die euch zum Rätsel passen? Ich hab keine Ahnung. Batman, dass wir unsere Bodentruppen für die zusätzliche Zivilintegration verdoppeln müssen. Vier Terraner haben sich in die Aufräumarbeiten in der Stadt eingemischt. Keine Sorge. Batman verfolgt die Lage. Das ist alles Teil von Breeders Plan. Ha! Nix los hier in der Stadt, war. Was sind die Gegner? Diese Außenposten. Brainiacs Truppen sind verschanzt. Das ist schon eine Riddler-Trophäe. Sie verdammt begeistert zu kriegen. Gott, wie soll man da rankommen? Ja, natürlich. Ich will nicht, dass denen, die mich und meinesgleichen jahrelang gefangen gehalten und dezimiert haben, etwas zustößt. Ein Moment. Nein, die kommen nicht so weit. Oh. Ah ja, warte mal. Das stimmt. Hä, hey, ich hab L1 und R1 gedrückt. Ich kann's gerade nicht machen, warum nicht? Also, weil keine Gegner in der Nähe sind, wa? Bam! Der war gut. Ich glaube, das war die Attacke, wa? Also, das war schon wieder Scharfschütze.
alle Mitleid mit dem Film. Das war's. Nehmen wir mit. Ach, wie soll man da rankommen? Kann er die Wände auch hochrennen? Ah. Wie soll ich da rankommen? Warte mal. Nochmal aufladen. Komm schon! Und da fängt er schon an. Oh, ich hasse den Riddler. Ja, ich glaube, ich habe ihn. Oh mein Gott, ein Fall. Mobilen Ausrüstung zum Beyond Blended. Sorry, ich meinte Voltinord. Voltinord. Ach, das Ding da oben schon wieder was. Ich glaube, das krieg ich von hier nicht. Nee, geh jetzt da hinten hin.